Rücktritt von Gustav Noske? Vielleicht sogar zwei. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Und dann lassen wir uns mal das hier vorlesen. Lieber Gustav Noske, ich habe deine Entschlossenheit bei der Niederschlagung demokratiefeindlicher Aufstände immer sehr geschätzt. Doch dein Ruf ist verheerend. Ich fordere dich auf. Tritt als Reichswehrminister zurück. Dein Friedrich Ebert. Okay. Noske zum Rücktritt auffordern. Okay. Wir haben jetzt also die goldenen 20er. Fortschritt begrüßen. Noske zum Rücktritt auffordern. Oder Brief mit Sorge zur Kenntnis nehmen. Also die Kämpfe der Kommunisten. Und die Niederschlagung der Aufstände beauftragen. Also es macht wahrscheinlich wieder am meisten Sinn, wenn wir Bevölkerung oder SPD spielen. Über die goldenen 20er reden wir jetzt schon seit einer ganzen Weile. Vielleicht wäre es jetzt gut, die auch einfach mal wegzuhaben, um dort voranzukommen. Ja. Inhaltlich würde ich eigentlich gerne die SPD spielen. Überlege nur gerade, ob wenn wir die SPD spielen, ob es nicht besser wäre, vorher noch die Gegner der Republik zu spielen mit den Märzaufständen. Das würde aber alles durcheinander bringen. Ja, ich bin auch eher für goldene 20er zu spielen, tatsächlich. Jetzt. Na dann. Die goldenen 20er sind das Symbol für den Aufschwung der Weimarer Republik. Doch die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Großstädte wie Berlin sind von den kulturellen Freiheiten und ökonomischen Fortschritten geprägt. Dagegen schlagen sich diese auf dem Land so gut wie gar nicht nieder. Wir haben einen Joker und zweimal Bevölkerung. Ich würde jetzt die Bevölkerung einmal entspannen. Tatsächlich. Einen auf die Akte legen und ich bin bei dem Joker, bin ich mir nicht sicher. Horst, die sagt auch das Gleiche wie heute. Ja, es ist auch eine Parallele mit den technologischer Fortschritt, Urbanisierung, Möglichkeiten in den Städten und Entwicklung auf dem Land. Dachte ich auch gerade. Ich glaube, ich würde den Universalmarke oben auf die Akte zu den Gegnern der Republik legen. Ah, das ist auch eine gute Variante, glaube ich. Bei SPD werden wir, glaube ich, jetzt spielen als nächstes. Da kommt ein bisschen was. Ja, ist okay. Nee, aber finde ich gut. Dann haben wir da auch was, weil hier unten sind nicht so viele und wir werden dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen hier oben spielen. Ja, okay. Dann machen wir Verteidigung bestätigen. Französische und belgische Truppen haben das Ruhrgebiet besetzt. Der Vorwurf, Deutschland halte absichtlich Reparationslieferungen zurück. Die Regierung stellt alle Zahlungen ein und ruft zum Streik auf. Eine große Belastung für die Wirtschaft. Okay. Ein Brief bei Bevölkerung und wir kriegen einen Gegner der Republik-Marker. Schmeißen wir den auf die Akte oder entspannen wir die Gegner der Republik? Ich würde ihn auf die Akte schmeißen. Ja. Achso, und wir haben da hinten noch einen Brief mehr bekommen. Okay. Also der wird auf den Stapel. Jetzt müssen wir Briefe öffnen, aber ich würde einmal kurz in die Chronik gucken, zu diesem Zeitpunkt, den wir denn dann jetzt hatten mit den goldenen 20ern. Wo ist der denn? Upsi. Und das mit dem... Achso. Okay, goldene 20er kommt da hinten erst. Aber genau, das mit dem Ruhrgebiet besetzt, das wollte ich eigentlich. Also das, was jetzt als Zeitungsmeldung kam. Weil das ist mir auch komplett neu. Das höre ich zum ersten Mal tatsächlich. Aufgrund ausgebliebener deutscher Reparationszahlungen besetzten französische und belgische Truppen im Januar 1923 das Ruhrgebiet.
in dem sich ein Großteil der deutschen Schwerindustrie befand. Ziel war die Sicherung der deutschen Kohleproduktion als Pfand für die Reparationsverpflichtungen. Diese Maßnahme löste Entsetzen und wütende Proteste in der deutschen Bevölkerung aus, die darin eine Verletzung der nationalen Souveränität sah. Die Regierung in Berlin reagierte mit der sofortigen Einstellung aller Reparationszahlungen und dem Aufruf zum passiven Widerstand der Arbeiter, Betriebe und Beamten im Ruhrgebiet, die nicht mit den Besetzungsbehörden kooperieren sollten. Das ist aber heftig, ey. Ich tendiere zu Bevölkerung und SPD, aber bin da emotionslos. Machen wir mal Bevölkerung auf. Wir können sie ja eh leider nicht vorlesen lassen. Vertrag von Rapallo. Und ja, dann machen wir SPD einmal auf. Notverordnungen. Ja. Wir haben jetzt... die neue Frau können wir uns einmal vorlesen lassen, weil wir Bevölkerung gespielt haben. Lieber Friedrich Ebert, das neue Frauenbild verbreitet sich rasch. Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, dies verkörpert die neue Frau. Doch es bleibt noch viel zu tun in Sachen Gleichberechtigung. Ihre Marie Juchacz. Okay. Hier würde ich gerne kurz einhaken. Erstens mal die Frau, die das geschrieben hat. Ist eine der Mitbegründerinnen der AWO. Und also das ist so der eine Teil. Und das andere, das finde ich auch nochmal ganz, ganz interessant, auch in welchem Kontext das passiert. Also ich meine, der Erste Weltkrieg war gerade vorbei. Frauen haben Jobs haben Arbeiten übernommen, die Aufgaben von Männern waren relativ lange. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon erste Frauen an Hochschulen, Frauen mit Abitur. Das ging alles so langsam los, war jetzt gesellschaftlich noch ganz weit weg von verbreitet. Ja. Aber diese Emanzipationsbewegung war auf dem Weg. Und damit hat sich natürlich auch dieses Selbstverständnis und auch dieses Bild von einer Frau verändert. Und das finde ich auch mal ganz spannend, wenn man sich so auch Biografien von Frauen aus dieser Zeit durchliest. Also auch, ob das Autorinnen, auch Journalistinnen oder so waren, die da auch gut am Hadern waren mit sich, mit ihrer Rolle, mit ihren Partnern, mit ihrer Familie, Arbeitgebern und alles, was da sozusagen noch mit dazugehört. Und auch wahrscheinlich Themen, die auch unsere Töchtergeneration noch diskutiert. Ja. Viel zu tun. Und danke für das Marie Juchacz. Das war mir nicht klar, dass sie die AWO mitgegründet hat. Danke. Und ich packe euch jetzt mal schnell noch einen Link in den Chat, weil ich gerade nicht so viel Raum im Kopf habe, darauf wirklich zu reagieren. Aber es ging gerade um die SPD in der Geschichte und Ergebnisse von Wahlen. Und deswegen habe ich jetzt mal von der Seite des Bundestages die Bundestagswahlergebnisse seit 1949 gepostet. Was auch nochmal, wie ich finde, ganz interessant ist, weil man sieht, wie lange das ein Dreiparteien-System war, wie lange das dann ein Vierparteien-System war und bis hin zum Sechsparteien-System, wie wir es heute haben. Und jetzt werden wir mal gucken, wie sich auch das neue Wahlrecht auswirkt. Genau, also es ist einfach auch eine Veränderung im Parteienspektrum. Und zu der SPD-Geschichte ist es, glaube ich, auch, ich muss mich da selber auch immer dran erinnern, deswegen sage ich es auch nochmal für alle, die zugucken. Friedrich Ebert ist ein SPD-Politiker. Er ist aber auch gleichzeitig Reichspräsident. Deswegen haben wir SPD immer hier, wir in diesem Spiel, im Gegensatz zu Democracy Four oder sowas, managen wir nicht den Staat, sondern wir spielen hier am Schreibtisch von Friedrich Ebert. Der muss die Staatsgeschäfte lenken und er muss auf seine Partei einwirken. Deswegen ist die SPD immer so prominent hier in diesem Spiel vertreten, weil du auch diese Komponente hast, es ist meine Partei und ich muss dort auch in meiner Partei die verschiedenen Fraktionen oder Bewegungen und sowas ruhig halten. Wir haben das in den Kapiteln vorher gesehen, dass es dann so gab,
Na, da wurde eine Republik ausgerufen, da wurde dieses, da wurde jedes. Und dann gab es halt verschiedene Strömungen in der SPD. Und das wird halt sehr, sehr schön abgebildet. Man darf es aber nicht damit verwechseln, dass wir quasi Staatsoberhauptrolle spielen, sondern wir spielen eine historische Person, die mehrere Hüte aufhat. Und diese Kategorien, die wir hier sehen, repräsentieren so ein bisschen die Hüte. Aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, das ist nicht so ganz klar, aber aus dem Kontext wird es dann, also deswegen spielt die SPD so eine prominente Rolle. Ich weiß nicht, ob das gerade jemandem weitergeholfen hat, aber für mich empfand ich es gerade wichtig, das nochmal zu erzählen. Ich finde es auch gut, dass du das nochmal sagst, nicht, dass man uns vorwirft, was glaube ich nicht passiert, aber dass wir hier Werbung für die SPD machen würden, tun wir natürlich nicht. Wir sind Friedrich Ebert, beziehungsweise wir sitzen an seinem Schreibtisch und ich finde es auch übrigens nochmal ganz, ganz interessant, dass wir völlig anders auch von den zeitlichen Sachen priorisieren. Ja. Also wir gehen ja nicht danach, wann das hätte sein können und bis jetzt 21 oder 28 war, das ist uns ja total Schnurz. Nicht nur, weil wir es nicht wissen, sondern auch, weil wir irgendwie gucken, was ist uns gerade wichtig. Sowohl was das Spiel betrifft, dass wir genug Marker kriegen und irgendwie nicht zu viele Briefe sich anstauen und so, aber eben auch, was ist uns jeweils wichtig und wo setzen wir die Prioritäten, also wir beide und natürlich wir alle zusammen. Ja. Und wie sehr sich das dann auch von der tatsächlichen Chronik unterscheidet, wie viele Lücken da jetzt noch sind. Ja. Ich wäre jetzt zum Beispiel dafür... Entschuldigung, was? Bitte, sprich mal. Ich bin gespannt. Ich habe nicht mehr auf der Kette, wer Gustav Noske ist. Ist der in dem Kapitel vorher schon mal vorgekommen? Oder nicht? Der Noske war mit ihm auf dem Foto. Ach ja, richtig. Deswegen klingelte es was. Dankeschön. Ja. Ja. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt darüber den Kopf zerbrechen, ob wir ihn zurücktreten lassen oder ob wir was anderes spielen oder ob wir jetzt ein Päuschen machen? Ich würde gerne... wir wollen uns den Kopf zerbrechen. Ich dachte, wir lassen ihn einfach zurücktreten und machen dann direkt ein Päuschen. Alles klar. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade dich damit überrolle mit dieser mit diesem Vorschlag, weil der schon so absolut klingt. Das will ich eigentlich gar nicht, merke ich. Wie ist dir denn? Wir brauchen mal SPD-Marker, sage ich jetzt mal. Moving Knowledge sagt auch Reichswehrminister, harter Hund, weg mit ihm. Zack. Ja, also es ist, wir haben hier ein Ausrufungszeichen, wir kriegen, wir könnten mal SPD Entspannung brauchen, wir könnten SPD-Marker hier drauf brauchen, wir haben hier schon vier Dinger liegen. Ja. In der Argumentationskette bin ich total bei dir. Ich hätte ihn eigentlich am liebsten noch diesen Märzaufstand da niederschlagen lassen, aber Moving Knowledge zu zitieren, weg mit ihm. Wir werden mal Noske zum Rücktritt auffordern und gucken, was das macht mit der SPD. Der als Bluthund berüchtigte Noske tritt zurück. Viele in der SPD und in der Bevölkerung sind erleichtert. Doch auch die Demokratiefeinde sind froh. Einer ihrer härtesten Gegner ist entmachtet. Okay. Die kriegen eine Spannung, okay. Und wir haben SPD-Marker. Ich würde einmal die SPD entspannen wollen. Und den Rest auf die Akte legen. Ja. So, und jetzt wird es hier nämlich schon brenzlig. Ich würde noch mal kurz in die Chronik schauen. Okay. Noske Rücktritt ist in der Chronologie sehr früh. Der SPD-Politiker Gustav Noske am 22. März 20. Lange Zeit enger Vertrauter des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, war zu Beginn der Weimarer Republik Reichswehrminister. Schon seit der Revolutionszeit eilte Noske wegen seines kompromisslosen und oft gewaltsamen Vorgehens der Ruf eines Bluthundes voraus. Nun ließ Noske den oft rechtsradikalen und nationalistischen Freikorps nahezu freie Hand bei der Niederschlagung von Streiks und Unruhen. Nach dem reaktionären Kapp-Lüttwitz-Putsch
verlor Noske den letzten Rückhalt in der SPD und in der Bevölkerung. Am 22. März 1920 musste er zurücktreten. Oh Mann! Also gut! Das ist ja furchtbar! So, kleines Päuschen, Romy. Gerne. Bevor wir wieder Briefe öffnen. Und da sind wir wieder. Hallöchen, zurück aus der Pause. Und ich muss Danke sagen, Josef Kowalski, herzlichen Dank fürs Folgen. Und schönen guten Abend, Nikik. Da haben wir Ermordung Erzbergers. Oh, den würde ich gerne vorlesen lassen. Tja, und hier, blau oder rot, blau oder rot. Ist mir egal. Wir müssen sie eh spielen. Und beziehungsweise blau. Bauhaus. Oh. Okay. Jetzt Kabinett Müller. Lassen wir erstmal vorlesen, weil die Karte ist neu. Lieber Hermann Müller, eine große Koalition der demokratischen Parteien mit dir als Reichskanzler ist eine große Chance. Die linken und rechten Republikgegner müssen sehen, dass die Mitte geschlossen steht. Nur so können wir das Land stabilisieren. Zuversichtlich grüßt Friedrich Ebert. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass in ganz, ganz vielen Briefen von Ebert, das fällt mir jetzt hier nochmal auf, aber der Ausdruck, wir müssen geschlossen stehen, ist mir in dem Spiel hier schon ganz oft begegnet als ein Narrativ, das Ebert bedient. Also nicht nur in Bezug auf die SPD, sondern auch so auf die Regierung und so. Irgendwie. Also es fällt mir jetzt gerade nochmal auf und ich dachte, ich sag's einfach mal. Ich würde da sogar kurz drauf eingehen wollen. Ja. Wir haben ja noch, also gerade wenn es um Extremismus geht, noch so ein relativ altes Extremismusmodell auch im Kopf. Also dass du sozusagen links- und rechtsextreme Ränder hast, dann die Radikalisierten und dann die Mitte. Ja. Die da irgendwo dazwischen ist, aber die halt und die an den Rändern, das sind dann quasi per Definition eigentlich Demokratiefeinde oder Republikgegner oder wie auch immer, wobei man hier auch schon die Radikalisierten dort mit dazu packen kann. Und diese, und das merken wir auch, da sind wir wieder bei Parallelen zu heute, es wird auch immer wieder diese Mitte konstruiert und beschworen. Ja, das stimmt. Die demokratische Mitte. Sind das diejenigen, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grundkonsens, oder davon geht man meistens aus, die demokratische Mitte sind diejenigen, die bei uns jetzt besetzen die Bundesrepublik, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur anerkennen, sondern auch schützen und idealerweise stärken. Mhm. Aber die gibt uns natürlich, dafür ist es halt ein Grundrahmen, in dem sich demokratischer Austausch und vor allem demokratischer Konflikt bewegt. Das heißt jetzt erstmal noch nicht, dass die sich alle einig sind. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, wer ist denn jetzt die Mitte und was sind dann auch Sachen außerhalb dem, wenn wir jetzt von heute von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sprechen, wo sich alle einig sind. Und wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht so richtig. Und so bleibst du in diesem Konstrukt. Das Einzige, was bleibt, und das ist auch das, was wir Hermann Müller, lesen. Eine große Koalition der demokratischen Parteien mit dir als Reichskanzler ist eine große Chance. Die linken und rechten Republikgegner müssen sehen, dass die Mitte geschlossen steht. Nur so können wir das Land stabilisieren. Zuversichtlich grüßt Friedrich Ebert. Entschuldigung. Alles gut, wenn wir es jetzt übersetzen würden, würde es halt heißen, dass die Republikgegner müssen sehen, dass diejenigen, die wirklich die Republik wollen, geschlossen stehen. Ah ja. Das wäre eigentlich das, was damit eher gemeint ist in diesem Konstrukt der Mitte. Das macht jetzt auch noch mal mehr Sinn. Und ich habe jetzt gerade rausgefunden und auch gleichzeitig demonstriert, ja, wenn man noch mal auf den Brief klickt, wird er noch mal vorgelesen. Auch etwas, was ich nicht wusste. Wir müssen ja irgendwas spielen. Und ich tendiere zu den Gegnern der Republik zur Märzrevolution, weil die jetzt mir gerade einfach zu unentspannt sind. Ah, weil sie noch mal was dazugekriegt haben, ne? Neue Frau und Kabinett Müller haben wir halt auch. Ich hätte gesagt, wir spielen die neue Frau.
weil wir Token für Bevölkerung und für die SPD bekommen. Hier oben verschwindet ein Brief. Wir benutzen einen Token für die SPD, um die Warteschlange von der SPD auch einen nach links zu schieben. Und dann machen wir unten Märzkämpfe. Können wir so machen. Okay. Dann die neue Frau. Viele Frauen profitieren von den neuen Freiheiten und folgen den Vorbildern mit kurzer Frisur und sportlichem Auftreten. Die Frauenbewegung blüht auf. Finde ich schön. Und wir haben auch einen Joker, das heißt, wir könnten die Gegner der Republik auch direkt einmal entspannen. Ich würde einen der ungeöffneten SPD-Briefe zurückschieben mit dem einen ja. SPD-Token. Mhm. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Bevölkerung entspannen oder letzten... Na, wir können sogar beides machen. Wir können beides. Also einmal entspannen, einmal den letzten hier drauf und einmal Gegner der Republik entspannen. Ja. Ach, wir könnten auch direkt den Milestone erfüllen, sagt The Real Panse. Das stimmt. Das könnten wir auch. Ich hätte jetzt aber auch kein Problem damit, wenn wir das jetzt in der nächsten Runde machen. Weiß ich nicht, ob wir es in der nächsten Runde machen, weil uns ein SPD fehlt. Los, komm, was? Also die Hymne fertig machen, oder? Ja, ja. Ihr klangt wie es sowohl du als auch jetzt gerade... vielleicht habe ich jetzt gerade Horst... Ich kenne Horsts Stimme überhaupt nicht. Und dennoch bin ich gerade davon aufgegangen, dass er jetzt gerade möchte, dass wir das auf diese da drauflegen. Horsti, lieber Herrgott, wie ist das passiert? Angsteinflößend. Nee, und dann packt den diesen Token Gegner der Republik einfach mit zur deutschen Nationalhymne und dann ist gut. Ja. Dann machen wir Verteilung bestätigen. Und Moving Knowledge sagt ja auch gerade, wir bekommen ja die ganzen Tokens dann auch. Reichspräsident Friedrich Ebert erklärt das Lied der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben zur Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit werden zu einem Symbol der deutschen Demokratie und bleiben das bis in die Gegenwart.